Abstand 115 Kilogramm der schwerste. Das auf jeden Fall. Und eine wunderschöne Feuereinlage von Slash Power. Ja, diesmal ohne Schlangen. Man muss auch sagen, Slash Power besitzt auch einige exotische Tiere. Ja, der Peter White um. Hat sie Peter White um die Schlange? Ja, wie hier zum Anfang gerade vorbeigehen sehen auf jeden Fall. Die Halle tobt immer, wenn die zwei reinkommen. Ja, man sieht es, begeistert, Anfeuerung. Ja, und da gibt natürlich Slash Power immer noch einen drauf. Wunderschön. Das muss man einmal geboten bekommen. Na, das und schon, ja, hier sind die Schlangen. Sieht aus wie eine, sind aber zwei. Und die Gegner. Wie gesagt, die Schlangen gehören Slash Power, dem Teampartner von Peter White. Und hier ist Swiss Money Holding. Eines der besten Tag-Teams in Europa. Eines der arrogantesten, aber besten, das stimmt. Aber besten, und das ist das Entscheidende. Ja, jetzt wollen kann er noch lachen. Wollen wir doch Ares zuhören. Hat er Schweizerisch gesprochen, also ich habe das nicht verstanden. Ja, das ist dein Problem. Aber jetzt geht's los. Take the Action bei RBA 7 in Olkersdorf von Trislock von Slash Power. Und wir wissen beide, dass der nicht zimperlich umgeht mit seinen Gegnern. Ja. Sehr schön. Ja, und Double C am Boden. Double C. Double C ist hier nicht dabei, es ist Marco Rudin, mein Freund. Ja, Entschuldigung, tut mir leid, Double C. Man muss sagen, Double C zu dieser Zeit in Amerika hat Auslandsengagements in Übersee. Ja, Marco Rudin ist nicht schlechter hier bei der RBA 7. Aber jetzt muss er einstecken. Double Whip in und was wird das? Ja, Doppelaktion. Hiptos. Double Hiptos, eine sehr gut eingespielte Aktion von Team Riot Games, die sie immer wieder gerne zeigen. Man hört die Kinder jubeln. Und ein langgehaltener Bodyslam und es geht hinunter. Peter White nimmt Anlauf. Naja, da wollte ich es auch nicht zeigen, aber... Mark Claudin hat aufgepasst. Dafür kriegt er einen Standing Suplex. Oh mein Gott. Na, hätte ein bisschen länger gehalten werden können. Nein, Peter White ist auch nicht gerade der Stärkste. Wobei Mark Claudin... Und dazu hat er ja Slash Power an seiner Seite. Richtig, genau. Und was kommt? Da! Eine knallharte... Hast du das gehört, wie er da geschrien hat beim Rennen? Das ist... Da. Ich bin einfach sprachlos. Der Leckdruck war sicher unangenehm. Da liegt man am Boden. Kommt von hinten eine Wabe auf dich zugeflogen. Wieder Whipping. Probiert's nochmal. Was wird das? Ah! Ja, das war der Konter. Marco Dina hat es geschafft. Ares feuert ihn sofort an. Ja, ist der Einzige in der Halle. Ich wollte es gerade mir anmerken. Aber ja, jetzt auch rein. Jetzt hat Swiss Money Holding das Kommando. Ja, Ares. Für mich einfach der Beste von den Vieren. Hoher Anblick. Ja, von der Technik her stimme ich dir dazu, ja. Alleine von der Kompaktheit. Es ist ein Wahnsinn. Schau, wie das Publikum wieder mitgeht. Ja, ganze alle. Na, Franz Irmweg, wie fällt das überhaupt? Ich hab's vorher gesagt, der mag das einfach nicht. Der will seine Ruhe haben im Ring. Das macht ihn nervös, wenn Slash Power seinen Teampartner anfeuert. Ja, Peter White wieder. Oben und Hiptos. Und ein Hiptos. Na, das war jetzt auch nicht die schöne englische Art. Ja, das gehört dazu, das Entertainment. Ja, ich würde das eher unfair nennen. Jetzt wieder Double-Aktion, Bodyslam. Und wirft, jetzt habe ich gedacht, er möchte ihn hinauswerfen, wie beim Royal Rumble zuvor. Was wird das? Das Gummiringerl, glaube ich. Wir werden es kann sehen. Das Gummiringerl werden? Ja, das wird das Gummiringerl, oder ja, doch nicht. Wie entscheidet sich sehr das? Schön, sehr schön. Eiskalt durchgezogen. Pin von Slash Power. Ja, Marco Dinn greift hier ein. So kann es nicht gehen. Na, Peter White ist ja auch noch da, aber der... Holt sich den schon. Da muss ich sagen, heute Team Riot geht in zwei fashion blauen Höschen. Was wird das? Gummiringel mit dem Gegner? Und der Pinsitz zu zweit. Und der zählt auch noch so. Zwei. Ja, jetzt sagt er, so kann es nicht gehen. Einer ja. Muss raus von euch. Da sehen wir es nochmal. Schön durchgezogen. Ja, und er hilft Ares wieder auf.
Was wird das, den Chicken Wing Suplex? Ja, den kann er. Und den kann er gut. Ja, so blässen kann er das Slash Power. Man sieht, das geht aufs Steißbein. Und er hilft ihm noch einmal auf. Man muss ja auch sagen, dass das die Revanche ist. Swiss Money Holding gegen Team Riot Guest. 2002 haben die schon einmal bei einer anderen Liga das erste Aufeinandertreffen gehabt. Und da hat die Swiss Money Holding das Match für sich entscheiden können. Ich glaube, es war die WBA Catch Night, wenn ich mich nicht täusche. Oder? Egal, auf jeden Fall sind wir hier heute bei RWA Live 7. Und Marco, den gefällt es gar nicht, wenn Peter White durchs Publikum anfeuert. Oder vom Publikum angefeuert wird, wie auch immer. Er will seine Ruhe haben. Und Franzi Ehrenweg natürlich auch wieder dabei. Aber ich glaube, den nimmt ja keiner ernst im Ring. Ja, den sollte man aber ernst nehmen. Immerhin ist Franz Ehrenweg einer der besten Ringrichter. Da hast du gesehen, Slash Power. Jetzt will er wieder, er will nicht da lange herumstehen im Ring. Man ist da, um zu kämpfen. Ja. Monkey Flip. Manchmal auch unfair. Ja, also da hat ihn eindeutig an den Haaren gezogen, meiner Meinung nach. Sowas macht Slash Power nicht. Man sieht, an den Nasen zieht er, aber nicht an den Haaren. Ja, es ist genauso wenig erlaubt. Nein, also ich weiß nicht. So viele unfaire Aktionen von diesem Mann. Ja, und da Franz Ehrenweg hilft er auch noch mit. Der hat nur getrennt, bitte. Das war keine Hilfe. Ah, er schaut da irgendwie belämmert rein. Er weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Ich meine jetzt Franz Ehrenweg. Pin von Slash. Und? 1, 2, 3. Das ist schon eins. Wieder... Ja, okay. Also... Nein, er hat sich einmal die ich Seite ausgesucht. Ich verstehe es einfach nicht. Wie das RWA-Management diesen Mann in den Ring stellen kann. Ja, ein knallharter Schlag befördert Slash Power zu Boden. Und sofort der Wechsel zu Ares. Man sieht die Swiss Money Holding einfach eingespielt. Ich denke, der Ringrichter Franz Ehrenweg hilft auch etwas zu Swiss Money Holding. Das war unfaires Würgen. Ja, und wo ist er? Er sagt nichts. Ja, ich bin sicher, Peter White hat ihn gerade abgelenkt. Da, hast du gesehen, Peter White hat Franz Ehrenweg abgelenkt. Und da zählt er schneller durch. 1, 2, ja. Ich denke, da ist schon ein bisschen was gedeichselt. Sie haben genug Geld, Swiss Money Holding, man weiß das. Das stimmt. Sie sind alle drei gleich angezogen. Okay, die Krawatte fehlt noch. Oh, ein Dropkick. Wunderschöner Dropkick. Also Dropkick in die Nierengegend ist schon heftig, heftig. Heftig, deftig. Und ein Cover. Naja, da ist auf dem Seil, das bringt nichts. Sobald ein Wrestler-Catcher das Seil berührt in den Pin, muss man loslassen, genauso in der Aufgabe. Aufgabegriff. Schon wieder ein Wechsel, also jetzt machen sie das relativ häufig. Und was wird das? Oh! Ein nach vorne abgelegter Suplex. Ja, und da wieder Peter White hat den Ringrichter abgelenkt. Absolut unmöglich. Muss er auch mal machen. Einmal. Aber er will wechseln, er ist heiß auf die Gegner. Ich weiß, jetzt bin ich schon auf die blauen Höschen eingegangen. Von Team Riot Guest, farbig abgestimmt heute. Mit dem Ring, ja, mit dem Ringboden. Ah, jetzt schafft er es. Wechsler. Franz Ehrenweg paralysiert hier, er kennt sich überhaupt nicht aus. Ja, ich glaube, er wurde da auch etwas getroffen. Und hoher Bodyslam. Und was macht Peter White? Er geht hinauf aufs dritte Seil. Ich glaube nicht, dass das gut geht. Marco Rabin steht schon. Ja, eindeutig daneben. Ja, es dauert etwas zu lang, aber man sieht es, das ist nicht gefedert der Ring. Das ist verdammt hart darauf zu kommen vom dritten auch noch. Und was ist hier, was macht jetzt Ares hier? Es stört ihm nicht, dass er keine Luft bekommt. Er setzt nach. Ist auch richtig so. Kameramann dürfte hier schlafen. Ich dürfte die Krawatte etwas eng sein. Was macht er da? Ah. Naja, ich meine, gehört auch noch zum Ring. Ja, ist auch unfair. Franz Ehrenweg sollte sich da kümmern um Peter White, nicht um den... Ja, in guter alter Fit-Finley-Manier. Und du hörst das Publikum, wie sie mir rausbuhen. Ja, unglaubliche Stimmung. Da versucht er ihnen was zu erklären, aber ja, das Publikum will einfach nicht. Und so schnell ist er hin zurück. Wieder ein Wechsel bei der Swiss Money Holding, man sieht eindeutig das eingespielte Team. Ja, sie können. Slash Power möchte schon wieder ungefähr in den Ring hinein. Franz Ehrenweg kann ihn gerade noch zurückhalten. Oh mein Gott, ein Snap Suplex. Eins, zwei,
3. Ja, und wieder lenkt Team Riot gestern den Ringrichter ab. Da muss ich gestehen, aber man sieht's, Franz Ulbeck ist einfach überfordert. Man darf den Mann nicht mehr in ein Tag-Team-Match stecken, das aber einfach ist es. Ja, dann, da kann ich dir nicht zustimmen, Peter. Wo ist er jetzt zum Beispiel? Das ist eine regelwidrige Attacke hier von Ares. Also ich meine, Entschuldigung, Peter Weidt gibt Ares die Hand, ich meine... Ja, und ein zweites Mal, ich möchte gern wissen, wo Franz Ilweg ist. Aber er ist wahrscheinlich bei Slash. Und wieder, einmal. Und zweimal. Und dreimal. Das geht sehr stark auf die Schulter. Ich muss sagen, mir gefällt das. Schau, jetzt hört er sich. Schaffst du das noch einmal? Jetzt hört er sich. Da, was? Nein, stopp! Hallo! Ares! Aufhören! Jetzt merkt das. Jetzt kriegt das erst mit. Oh, da ärgert er sich. Aber ist verständlich, den eigenen Gegner. Und für ein Fett bekommt er. Ja, und gleich Umwehr auf Ares losgehen. Na sicher, er hat ihn auch zweimal geschlagen. Jetzt. Das kommt jetzt ins Sideslam. Ein wunderschön abgelegt. Und jetzt geht er nochmal auf Seil. Kommt jetzt sein Finisher, das sexuelle Highlight. Sexuell. Und ja, er hat getroffen. Das ist das Ende. Das kann nur das Ende für Team Riot. Hallo? Ja, es ist unglaublich. Aber Marco Dean. Also, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also hat die Routine, hier rauszukommen. ein guter Witzwort oder Wortwitz. Aber an der Krawatte gezogen von Peter White zur Clothesline zum Slash Power. Also. Ich denke gerade nach, ob jemals wer zuvor aus dem sexuellen Highlight hinausgekommen ist. Ich glaube, das war es nicht. Ja, es war der Hüftschwung nicht vorher. Und der macht das Ganze viel intensiver. Oh, die Finley-Roll jetzt, das war's Ende. Eins, aber schau dir diesen Pin an, bitte. Er liegt auf einer Schulter, Slash, was ist los? Ja, schau, Ares hat es nicht einmal nötig, einzugreifen. Die Winterpause. Was siehst du links unten? Jetzt will er beenden. Powerbomb. Und, ah. Nein! Kopfschere! Ja. Die hat gesessen. Ja, da haben wir einen kurzen Sprung gemacht. Slash Power wieder draußen und Peter weiter jetzt mit Ares in der Ecke. Setzt sie mir auf. Was wird jetzt kommen? Suplex vielleicht vom Dritten? Das wäre das. Geht. Nein. Ich glaube nicht, dass das ein Suplex wird. Er deutet ins Publikum. Hey, das ist der Hüftschwung. Kopfschere! Headscissor! Eine Huracorana vom dritten Seil! In den harten RWA-Ring. Und Ares liegt am Boden, Mark Rowdy pirscht sich an. Und der Pin! Eins, zwei! Ah. Ja, aber wieder mal sehen wir's nochmal. Power den Ring. Er ist schon ziemlich hoch da oben. Oh mein Gott. Genau mit dem Hinterkopf aufgekommen. Jetzt wird's etwas durcheinander hier im Ring. Aber Slash Power bleibt drinnen. Gegen Marco Dino, der geht aufs Knie los. Ein wunderschöner Dropkick, tief gesprungen. Ja, dass er Dropkick springen kann, das haben wir heute schon gesehen. Ja, nicht so schön wie Peter White, aber ja. Das ist richtig, ja. Meiner Meinung nach, Peter White macht den schönsten Dropkick von den europäischen Wrestlern. Vielleicht sogar den schönsten Dropkick überhaupt. Auch ich bin dieser Meinung. Wobei Michael Kovac da nicht nachhängt, also. Oh, jetzt schau hin, Franz Ilweg bei Peter White, die Schlussszene anscheinend. Koffer, nein, kommt zum Einsatz. Nicht, bitte nicht. Oh, ah. Slash Power konnte sich ducken. Zauber ist er ganz verwirrt. Oh mein Gott, das nutzt er aus. Ans Kinn. Ein Reverse Ghetto Blaster. Jetzt will er Schluss machen. Schau, da sehen wir es nochmal. Voll auf die 12. Da fliegt der Omas Wüste gar nicht mehr, was weitergeht. Ich bin momentan ziemlich sprachlos. Das ist das Ende. Ich hab's süß machen. Das ist das Ende. Gesehen. Ares um. Nein, er kann noch kontern. Ich wette mit dir, er weiß noch einen Weg. Mark Rowdy. Oh! Er kommt doch nicht zur Hilfe. Das war's. Figure 4 Pin. Na, normaler Pin. 1, 2, 3. Das war's. Team Riot Guys hat gewonnen. Und die Halle tobt. Ja. Marco Dean am Ende. Ares auch. Beide Schwitzer liegen am Boden. Sie haben es doch noch geschafft. Gratulation an die zwei. Mit vereinten Kräften.